Hallo, mein Name ist Jörg Wagner. Ich war von 1987 bis 1993 Moderator und Redakteur beim Jugendradio DT64 und im Übergang auch bei MDR Sputnik. Das wohl einschneidendste Erlebnis für die DT64-Hörerschaft, aber auch für uns Macherinnen und Macher, war der Übergang vom 30.06.1992 zum 1. Juli 1992 um Mitternacht, als DT64 alle UKW-Frequenzen verlor an die privatkommerzielle Konkurrenz. DT64 wurde dann vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgestrahlt auf der Mittelwelle 1044 kHz in Wilsdruf bei Dresden. DT64, 30. Juni 1992, der letzte Tag von DT64 auf Ultra-Kurzwelle. Die letzten 10 Minuten in Berlin und Brandenburg sind angebrochen. Eine Situation, die mehr als rechtfertigt, dass sich der Chefredakteur Michael Schiwak an euch wendet. Liebe Hörer, wie wir heute schon mehrmals berichteten, verlieren wir heute Nacht endgültig unsere UKW-Frequenzen. Das Programm von DT64 wird dann auf einer Mittelwelle des MDR, es ist die 1044 kHz, abgestrahlt werden. Diese Entscheidung des Mitteldeutschen Rundfunks ist zwar vorerst bis zum 31. Dezember dieses Jahres begrenzt, jedoch haben wir die berechtigte Hoffnung, dass daraus in Kürze die unbefristete Übernahme erfolgt und das Programm damit gerettet wäre. Wer diese Mittelwelle empfangen kann, wissen wir zur Stunde nicht. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen. Zum einen ist unser gemeinsamer Kampf für den Erhalt des Jugendsenders ein entscheidendes Stück weiter. Der MDR-Rundfunkrat hat die unbefristete Übernahme des Jugendprogramms empfohlen, obwohl zurzeit nur eine Ausstrahlung auf Mittelwelle möglich ist. Das Wichtigste jetzt, bleibt uns treu. Auch wenn mir persönlich ein Stein vom Herzen fällt, weil wieder einmal eine Deadline übersprungen ist, kann ich den medienpolitischen Verantwortlichen, vor allem im Raum von Berlin-Brandenburg, eine harte Kritik nicht ersparen. Ab heute 19 Uhr gibt es das Westberliner Jugendradio Radio for You gleich doppelt. Und uns nicht mehr. Das heißt im Klartext, der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg verdrängt DT64 im Widerspruch zu vielfach anderslautenden Erklärungen aus Berlin-Brandenburg. Und das, obwohl beide Sender bis zum heutigen Tag nicht in der Lage sind, ihr angekündigtes Jugendgemeinschaftsprogramm auch nur in Konturen erkennbar werden zu lassen. DT64 gibt es noch nach dem 30. Juni. Und deshalb besteht unser Angebot nach wie vor. Kooperation mit unserem Programm statt Abwicklung durch den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Ich wünsche euch allen einen guten Empfang. 4 Tage zuvor, Wendisch Rietz im Brandenburgischen. Brainstorming für die Mittelwelle. Radio neu denken oder altdenken? Musik wird jedenfalls kaum ein Einschaltgrund sein, so damals die Vermutung. DT64, aber ohne Musik kaum vorstellbar. Eine halbe Stunde kannst du das machen. Das lassen Sie uns aber bestimmt nicht machen. Wir sind schließlich immer noch Teil des MDR. Und der MDR wird sich es verbitten, einen zweiten Infokanal zu machen. Ist ja kein Infokanal. Eben nicht. Was auch immer. Was auch immer. Selbst, meine, die haben schon Probleme gehabt, also, als wir an ihr MDR Live den gerade gegangen sind. Also im Prinzip einschaltet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mit denen tatsächlich Probleme bekommen haben, wenn wir jetzt an den Infokanal rangehen. Nee, das ist doch kein auch mit dem Anspruch. Jens, das ist doch kein Infokanal. Da kann ja zum Beispiel in dieser Viertelstunde findet bei Infokanal niemals Oso und Fraude statt. Das kann bei uns aber stattfinden. Nur, dass es eben eine halbe Stunde später oder 2 Stunden aber später nochmal wiederholt wird. Aber es richtet sich doch unter Umständen an, einfach mal dieselbe Zielgruppe, die normalerweise vielleicht Infokanal auf Mittelwelle hat. Es gibt kein vergleichbares Schicksal. Bisher war es umgekehrt. Radioempfang verbesserte sich für die Hörerschaft. Von der Kurz-, Mittel-, Langwelle zu UKW. Nicht umgekehrt. Doch in den neuen Bundesländern sollte das duale Rundfunksystem nicht länger warten. Der Privatfunk hatte einer Übergangsfrist von 6 Monaten nach Auslaufen des Artikels 36 zugestimmt. Dieser sah vor, dass der DDR-Rundfunk bis zum 31.12.1991 abzuwickeln oder in föderale Strukturen zu überführen sei. DT64 als Programm überlebte im Mitteldeutschen Rundfunk dank der Hörerproteste. Doch ohne UKW-Frequenzen. Überwintern auf der Mittelwelle. Technisch. Doch programmlich. Weiter sind wir auch nicht. Was darüber hinausgeht, muss an diesem Wochenende rausgehen. Ich kann die Lösung nicht in der Tasche. Rotation führt auch jetzt ein bisschen in die Irre bei unserem zurzeit Standpunkt der Diskussion, weil das einfach dann eine Möglichkeit ist, das dann zu strecken oder wie auch immer. Wir müssen erstmal über das reden, was überhaupt rotieren kann, bevor wir über Rotation. Wenn es nicht gelänge, ein geniales Hörerlebnis zu schaffen, wäre das Aus vorprogrammiert. Der Druck also war extrem hoch.
Eine Torte zum 28. DT64-Geburtstag konnte dafür einen Moment den Galgenhumor aktivieren. Namens No Name, die uns dieses wundervolle Lied gewidmet haben. Möge sie trotzdem schmecken, wa? Jörg, die ist beschriftet. Jörg klingt vorne. Wir müssen ja viel verdient haben mit dem Lied. Stochern im Radionebel. Niemand wusste, wie weit das Programm wirklich zu hören ist, wie weit es verständlich zu hören ist. Was diejenigen tatsächlich erwarten, die den Umzug mitmachen, Mittelwellengeräte reaktivieren oder zum ersten Mal kaufen. Es ist einfach nur, dass in einer anderen Funktion wird Musik da eine Rolle spielen. Ja, nicht als Titel. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, es kommt erstmal ein Titel. So kann man nicht denken, sondern man muss von da nach da kommen. Und welche Musik passt dann da rein? Kleine Arbeitsgruppen in Ufernähe sollten die Kreativität herauskitzeln. Die Ausgangshypothese, die Verweildauer würde sich wegen der anstrengenden Hörsituation verkürzen. Also müsste man möglichst das Tempo anziehen, viele Informations- und Unterhaltungsimpulse setzen. Mit diversen, wiedererkennbaren Rubriken in serieller Struktur. Ich brauche vielleicht nicht ganz so oft zu bröseln. Wir haben das wirklich angelehnt an diese Findig-Familie, wer das kennt, aus dem Berliner Rundfunk. Und wollten die nennen Familie Grindig, was sehr doppeldeutig ist, aber in Anlehnung an diese Typen. Und das ist einfach eine ganz böse, bitterböse Serie, wo man natürlich alles reinpacken kann, weil man Thematik da ist. Ne? Also das sind vier Kinder und das Oma und Opa und alles. Und das ist eine richtige Aktion, die da läuft. Und die Themen, die da laufen, das sind natürlich auch Sachen, die jeder kennt. Also es wird eine... Ganz fiese Lacher, ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, dabei. Also, ist denn neu bei Grindigs? Ja, neulich bei Grindigs. Nee, das ist so. Was denn wirklich Grindigs? Dazu wäre wichtig, dass Leute sich auch als Experten rausbilden. Dass man so sagen, wir haben jemand, wenn da eine Ausländerfrage kommt, wenn da eine Frage kommt, Frauen oder Öko, dass man die ansprechen kann. Jetzt haben wir überlegt, sollen wir richtige Experten haben? Das ist, glaube ich, nicht so gewünscht, sondern dass die, sagen wir mal, die Themen über O-Ton und auch Zeitung einfach so betreuen. Also wir brauchen ein Archiv. Und wenn da jemand sagt, also ich mache zum Beispiel jetzt Ausländer, Öko, das muss ja nicht so ganz standard sein. Da hätte man jemand, den man fragen kann. Der muss nicht immer unbedingt raus und die Ausländerthemen auch im O-Ton jagen oder den Beitrag machen. Aber der wäre ein Ansprechpartner und der kann auch sagen, da und da ist das Archiv. Weil ein Archiv brauchen wir unheimlich. Und das wäre eine Möglichkeit, da gleich so als zweiten Effekt eben so Experten rauszubilden, was bis jetzt fehlt. Vielleicht, dass wir den Schwenk jetzt mal wagen, ja. Aber mit ein bisschen Vorsicht, weil da ist eine Lampe zwischen und die Bäume. Ja. Ja, das sage ich schon mal gleich mit dazu. Nee, du musst du erst mal hinhalten. Warte mal, wir gehen so ein Stück auf die Wiese. Ist so hektisch, er kommt sonst mit dem Dreh nicht nach. Darf sie jetzt mal... Ja. Ja. Und los, ab. Nee, ja, stell mal nicht. Jetzt vielleicht der Schwenk darüber. Du bist ja blöd, ist ja alles drauf. Und wenn die Sonne über dem Globigsee untergeht, dann müssen auch wir uns verabschieden von den Menschen, die uns in den letzten 2 Tagen hier so ans Herz gewachsen sind. Da war der Fischer und seine Frau. Abschied nicht nur von der Ultrakurzwelle, sondern auch vom ersten selbstgewählten DT64-Nachwendechef Dietmar Ringel. Dietmar Ringel. Hast du wenigstens eine Träne im Knopfloch? Was für die Träne? Träne. In diesen Zeiten hat man keine Tränen im Knopfloch und wenn man sie hat, dann zeigt man sie nicht. Das sind sie, die letzten Aufnahmen von Dietmar Ringel.
an diesem für uns alle so wichtigen 30. Juni 1992, Dietmar auf der Frühsitzung kurz nach 10. Dietmar spricht zu uns. Mit übrigens Ostbrötchen, die Bäckerin hat mir versichert, es ist nicht mit so einem Luftzeug gebacken. Oh. Ja. Da merkt man deinen stalinistischen Blick für die Gegenwart. Bisher Stalinismus ist mir nicht abzusprechen. Ja, deshalb musst du ja auch gehen, Dietmar. Offen eher. Ja, na, weil das Rauschen, das Fest kann es ja nicht sein. Hallo Jörg. Also wer ist der Partner? Dietmar Neumann. Jens. Was nee. Das ist ein Ralf, wie schaut das bei dir aus? Ja, ich habe schon überlegt. Aber warum deine Disziplin? Ich könnte, weil ich habe angerufen, danach muss ich noch ein Thema haben. Letzte UKW-Redaktionssitzung. Der konkrete technische und inhaltliche Übergang zur Mittelwelle muss noch besprochen werden. Wir können den Tee trotzdem weiterhören, und zwar bis 3 Uhr in der Früh, durch diese Leitung. Obwohl es uns nicht mehr möglich ist. Das war die Abstation in Knarrclub. Ja, warum laden die Leute jetzt in Knarrclub ein, um eine Abschiedsparty zu geben? Also die Leute sind jetzt ohnehin eingeladen, wir können die Sache jetzt nicht mehr abblasen. Also wird bis 0 Uhr nicht derjenige, der das verkauft. Wird bis 0 Uhr ein DT64-typischer Musikmix dort angeboten und ab 0 Uhr der Versuch, 10.44 zu spielen. Kurz vor 24 Uhr die Hörer von der Umschaltung in Kenntnis zu setzen sind und dann eine Minute am besten Sendepause vorzunehmen ist, zur Vermeidung eines harten Übergangs von MDR Info auf DT64, weil da läuft MDR Info bis 24 Uhr noch auf dem Programm. Ja. Was, das kam jetzt hier? Das kam heute Morgen hier von der. Wir müssen wirklich technologisch. Wir müssen irgendwie technologisch absprechen über Leitung nach Dresden, wie auch immer, dass wirklich der Übergang noch funktioniert. Ja. Also nicht, dass wir hier ewig senden, das hört keiner. Der Übergang muss ja nachvollziehbar sein. Zurück zur DT64 Rush Hour, bevor in Berlin Brandenburg Rockradio B und Radio4U übernehmen. DT64 noch bis 0 Uhr auf Mittelwelle. Es wird demonstriert, zum Beispiel in Dresden. Vor Ort in Dresden ist Michael Röttger. Ja, und hier in Dresden haben sich trotz nun wirklich nicht mehr zu überbietenden Sommerwetters über 500 Leute zusammengefunden, um für ihren Sender zu demonstrieren. Die knappe Losung lautet DT auf UKW. Dass das bis auf Weiteres vorbei ist, hat sich aber inzwischen bis zum letzten Hörer rumgesprochen. Entsprechend ist ja auch die Stimmung einerseits Freude und Stolz, dass es den Hörern von DT64 ein weiteres Mal gelungen ist, die Abschaltung zu verhindern. Andererseits Trauer über den Verlust von Stereoqualität und Sendegebiet. Aber nichtsdestotrotz zog zum wiederholten Mal ein bunter Zug vom Rathaus der Stadt Dresden zur sächsischen Staatskanzlei, um dort den politisch Verantwortlichen den Willen der DT64-Hörer kundzutun. Das tun sie übrigens schon seit einigen Wochen mit einem Zeltcamp direkt vor der Staatskanzlei, genauer auf dem Hubschrauberlandeplatz von Herrn Biedenkopf. Kurzum, DT auf Mittelwelle ist nicht die wahre Welle, aber immerhin DT, so die Meinung der Hörer. Heute Abend wird nochmal gefeiert, und zwar im Jugendclub Bärenzwinger hier in Dresden, wo wir selbstverständlich auch präsent sind, und zwar mindestens bis 3 Uhr morgens. Und das nicht nur da, sondern auch in Berlin wird gefeiert. Im Knackclub ab 20 Uhr wird im Knackclub nämlich das DT64-Programm übertragen, obwohl es eigentlich nicht mehr zu hören ist, jedenfalls nicht auf UKW. Das Ganze Open Air mit Live-Übertragungen aus dem Knackclub. Die letzten Sekunden von DT64 auf UKW Berlin-Brandenburg sollen nicht verstreichen. Und den Dank an die Parlamentarier dieser beiden Länder, die sich unermüdlich für DT64 ausgesprochen haben. In Brandenburg versicherte man sogar, DT64 zu erhalten, wenn wenigstens ein weiteres Land dies auch will. Dass das nun nicht geklappt hat, obwohl drei Länder mitziehen, ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass Politiker keinen Einfluss nehmen dürfen auf den grundgesetzlich festgelegten staatsfernen Rundfunk. Oder ist es so, wie der alte Politikhase Hans-Jochen Vogel sieht? Bei der Politik ist ja immer die Gefahr, dass da große Sprüche gemacht werden. Politik ist immer gefordert, aber Politik ist vor allen Dingen gefordert, den Leuten nicht Märchen zu erzählen und sie dann nach kurzer Zeit zu enttäuschen. Wir werden es wohl nicht erfahren. Vielleicht gibt es dazu auf den Berliner und Brandenburger Frequenzen gleich einige Erklärungen. DT64 auf UKW noch bis 0 Uhr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das war die Raschauer mit Axel Rabe, Alexander Schmitz, Jörg Schulze. Wir hören uns. DT64 ab 0 Uhr auf der Mittelwelle 1044 kHz. Macht's gut, jetzt seid ihr dran. Wir
spielen kein Ton mehr, aber wir kommen wieder, klar, irgendwann, bis dann, jetzt seid ihr. Währenddessen nur wenige Meter entfernt in einem anderen Studio, Rockradio B und Radio 4U beim Hörertalk. Sondern es geht darum, dass die Tatsache, was hier passiert, die Tatsache, dass eine Frequenz frei wird bzw. geändert wird, die Tatsache, dass Sender auf andere Sendeplätze kommen, die Tatsache, dass Sender zusammengehen, die liegt nicht in der Macht von der Redaktion, weder von Rockradio B noch Radio 4U noch DT64 noch irgendjemand anders. Das ist das Problem. Verstehst du, was passiert hier, liegt überhaupt nicht in den Redaktionen, sondern das liegt woanders, das wollte ich damit sagen. Gut, da würde ich also einfach nur mal ganz kurz fragen wollen, wo liegt es denn tatsächlich? Das, was jetzt passiert, ist das Ergebnis des Medienstaatsvertrages zwischen Brandenburg und Berlin. Ganz einfach. Ausgearbeitet von der Politik in Brandenburg und in Berlin. Und welche Namen sind daran beteiligt? Oh Gott, frag mich nicht. Also frag unter anderem in den Parlamenten nach, die darüber abgestimmt haben. Wer den ausgearbeitet hat, weiß ich auch nicht. Er besagt auf jeden Fall, dass der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, der ja erst seit dem 1. Januar diesen Jahres existiert, und der Sender Freies Berlin insgesamt 6 Frequenzen besetzen können. Und 2 davon sollen Gemeinschaftsprogramm zur Verfügung gestellt werden. Und eins davon, und insofern ist dieses Projekt absolut als Testballon anzusehen, eins davon, das erste davon, soll die Jugendwelle dann von OAB und SFB sein. So viel zu den medienpolitischen Rahmenbedingungen. DT64, von da ab ein Jahr auf Mittelwelle. Vielen Dank an die Techniker vom inzwischen gesprengten Sendemast in Wilsdorf. Jetzt kommt noch zu knallen.